Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Eine neue Woche steht an, der neue SCB Verse Report ist da und diesmal haben wir etwas mehr zu verkündigen, direkt nämlich in unserem Hot Topic. Wie steht's mit der Alpha 2.6? Tja, ganz klar, sie ist jetzt für die Evocati verfügbar, das dürfen wir auch sagen, es wurde auch schon bekannt gegeben. Außerdem sind schon einige Inhalte auch bekannt gegeben worden. Star Marine ist auf jeden Fall drin, die Herald ist drin, die 85X, die Hoplite, die Caterpillar. Alles das sind schon verfügbare Informationen und es ist auch angekündigt worden, in kürzester Zeit startet die offene PTU-Phase. Richtig, dazu kommt übrigens noch in die erste Phase der Spectrum-Entwicklung, die auch schon testbar ist, die man sich schon mal angucken kann. Und mit dem offenen PTU soll es dann für euch auch losgehen in Wellen, nämlich dem Zeitraum 5. bis 15.12. Und das Aim-Date für den Release des Patches ist nach wie vor der 16.12. Das heißt, Mitte Dezember soll es dann hoffentlich losgehen. Und ja, wenn man halt Fragen hat, kann man auch immer wieder im Schedule nachschauen und sich da durch, durchscrollen. Ist ja eine lange Liste, die da kommt. Und auf dem aktuellen Stand bleiben. So ist es, schaut also rein und ansonsten hört ihr natürlich mehr davon, wenn es im offenen PTU ist und wir auch deutlich mehr darüber sprechen dürfen als jetzt. In diesem Sinne war es das schon mit unserem Hot Topic. Wir gehen in die Weekly Updates und da gab es bei Around the Verse einen großen Teil zu den Asteroiden. Tja, das war ein bisschen schockierend, weil die guten Herrschaften tatsächlich bis jetzt diese Asteroiden per Hand platzieren mussten. Das muss man sich jetzt mal kurz zergehen lassen auf der Zunge. Wir denken an Jela und stellen uns vor, wie halt arme Mitarbeiter per Hand riesige Steinklötze halt positionieren, gucken, dass sie sich nicht überschneiden, dass sie nicht sich gegenseitig abstoßen. Also das gehört jetzt der Geschichte an. Geplant ist eine automatisierte, prozedural berenderte Platzierungsmechanik. Ja, das heißt, automatisch sollen dann tausende Asteroiden erstellt werden, die alle eigene Eigenschaften wie Dichte, Farbgebung, Typ und ähnliches haben und das wird dann wirklich so berechnet, dass nur der Teil bei euch im Client ankommt, der wirklich notwendig ist. Das heißt, auch was eure Scanner sagen, wie euer Schiff ausgerüstet ist, demnach erhaltet ihr mehr oder weniger Informationen und es soll auch den Workload für den ganzen Transfer der Daten ein bisschen geringer halten. Genau, und da ist es so geplant, dass die Scanner quasi auf eurem Rechner, auf eurem Client berechnet werden und der Asteroid selber, die gerenderten Asteroiden, dann wiederum auf dem Server gerendert werden. Mhm, richtig. Dazu gibt es natürlich Bereiche, die ausgenommen werden können, um Raumstationen dort einzubauen, wo das dann nicht dynamisch berechnet wird. Und es gibt dazu auch dann keine Limitierung mehr zum Ausmaß von Asteroidenfeldern, eben wenn nicht jemand einzeln immer klicken muss, ne, sondern dann kann man es so machen. Was uns noch besonders beeindruckt hat, darum wirklich werft mal einen Blick auf die Screenshots im SCB-Report dazu oder die Episode selbst war die Ringe des Saturn. Die konnte man nämlich jetzt das erste Mal sehen und sie waren von außen, von weitem wirklich Ringe und wenn man ranflog, dann wurde daraus ein Asteroidengürtel. Total cool, sah sehr schick aus. Ja, und das war es auch schon für unseren Teil von Around the Verse. Wir gehen weiter zu Reverse the Verse. Das war ein buntes Potpourri aus Fragen, was da kam. Und da ging es dann auch um die Dekompression durch das zerbrechende Glas, was bei Star Marine eine Rolle spielen wird und den entsprechenden Soundeffekt dafür, an dem gerade gearbeitet wird für das System 2.0. Mhm, richtig. Weiter ging es übrigens zum Vergleich Treibstoff und Persistent Universe im Persistent Universe und im Marina Commander. Im Marina Commander soll der deutlich schneller verbraucht werden, weil ihr da die Möglichkeit haben werdet, ihn aufzufüllen. Der Treibstoffverbrauch selbst im PU wird ein bisschen langsamer sein, weil ihr da eben immer an eine Cryastro Station ran müsst. Ja, und da gab es dann auch noch was zum Afterburner. Das hat nämlich dann auch mit dem neuen Flugmodell zu tun, was mit 2.6 kommt. Und da ist es eben so, dass der Afterburner, wenn er die maximale Geschwindigkeit hat, weniger Treibstoff gebraucht, als wenn er erst noch beschleunigt. Ne? Aber verbrauchen soll er trotzdem. Das heißt, es wird sich von der Balance ändern, in dem Moment, wo er die Maximalgeschwindigkeit erreicht hat. Dann fällt der Verbrauch prozentual. Mhm. Kleine Nebeninformation, die Antennen, der Caterpillar, eine ganz wichtige Information. Diese Antennen sind ein Design, haben keine Funktion. Das heißt, ja, sie haben keine Funktion. Ja, die gibt es einfach noch nicht. Das hängt dann mit den Scannerbänken zusammen, aber die sind, wie gesagt, noch nicht neben Spiel. Das heißt, versucht nicht, die Funktion selbst erst mal rauszufinden. Außerdem gab es noch eine Information zu dem physikalischen Schadensmodell bzw. dem Durchschlagen von Wänden und Schiffswänden, nämlich durch Geschosse. Das Durchschlagen wird als in Star Marine das erste Mal reinkommen in das Spiel. Das heißt, da kann man dann schon durch Wände durchschießen. Bei den Schiffen allerdings noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten, denn das hängt vor allem mit dem Grid-System der Schiffe selbst zu tun, dass da drin jemand getroffen werden kann. Ja, dann
Wie sind wir durch mit? Da denke ich jetzt gerade, Entschuldigung, also die Szene aus The Expanse, einer wundervollen Serie, ja, die ich nur empfehlen kann, wo eine Railgun durch ein Schiff, durch einen Zerstörer oder einen Kreuzer durchschlägt, dem einen Herren gegenüber den Kopf mitnimmt, abreißt und dann ein Loch in die Hülle reißt und die Atmosphäre entweicht. Sehr spannende Szene. Großartige Szene allerdings. Ja, Albtraum. Das ist ein Albtraum und darauf werden wir uns vorbereiten müssen. Allerdings jetzt noch nicht, denn noch seid ihr relativ sicher an Bord eurer Kähne. Wir gehen zur Subscriber Town Hall. Da gab es eine ganze Menge Fragen, die wurden nämlich direkt an Danny Zurovec, so heißt der Mann, wurden die gestellt und dieser Mann ist der Director fürs Persistent Universe. Wir haben uns die besten drei rausgesucht und damit fangen wir mal direkt mit der ersten an. Ganz, ganz wichtig, es ging um die Abfangmechanik, wie man Leute aus dem Quantum Travel System abfangen kann. Da gab es Testläufe intern, die sie gemacht haben, wo sie festgestellt haben, wenn die Leute durch ein elektronisches Device direkt aus dem Quantum Travel rausgezogen werden und sie landen direkt neben den Piraten, haben sie keine Chance mehr zu reagieren. Wenn man aber den Abstand zu den Piraten zu groß lässt, nachdem sie rausgefallen sind aus dem Quantum Travel, dann ist es für das Opfer wiederum ein leichtes zu entkommen und dadurch haben sie dann einen neuen Ansatz gefunden. Ja, und das ist wirklich auch noch sehr vorläufig, sagt er an der Stelle. Jetzt ist es so, dass diese Device einen bestimmten eigenen Energieverbrauch haben soll. Den kann der Pirat dann festlegen und sagen, ich möchte jetzt viel Energie reinstecken. Dann wird auch die Chance höher, dass das Schiff nahe an euch aus dem Quantum Drive gezogen wird. Wenn ihr aber viel Energie aufwendet, dann werdet ihr auch sehr schnell bemerkt. Und zwar unter anderem von Langreichweiten-Sensoren selbst der Schiffe und von anderen Sicherheitskräften vielleicht, die euch bemerken. Wenn ihr also weniger Energie nehmt, dann ist die Chance geringer, dass das Schiff nah bei euch ist und die Chance, dass es entkommen kann, ist größer. Dafür werdet ihr aber seltener entdeckt. Das ist jetzt die vorläufige Mechanik, die soweit ganz gut funktioniert, aber die immer noch nicht endgültig dafür ist. Das hat er auch extra gesagt. Ist eine strategische Komponente. Also klingt spannend. Da warten wir ab, was wir sehen werden. Dann ging es noch um das Quantum Travel System bzw. die Distanzen. Was gesagt wurde, ist, dass im Verhältnis zu 2.5 Crusader in 3.0 wesentlich größere Distanzen aufweisen wird und dass die Schiffe in diesen Distanzen dann auch verschiedene Reisegeschwindigkeiten im Travel-System, im Quantum Travel, haben werden. Das heißt, da werden sich dann die Zeiten, wie lange man drin ist, deutlich unterscheiden können. Absolut, ja. Also er sagte wirklich, es ist jetzt aktuell alles noch etwas zusammengedrängt. Das wird sich dann etwas auseinanderzerren. Und dann als letzten Punkt, den wir uns rausgesucht haben, für uns natürlich persönlich sehr interessant, das medizinische System. Was hat es denn damit auf sich und wann werden wir damit rechnen können? Da war ganz klar die Aussage, schaut auf den Schedule Report Alpha 3.3. Dafür ist Rescue angesetzt und das wird nicht nur enthalten, dass man dann Leute bergen kann aus Rettungskapseln, dass man zum Beispiel auch Missionen machen kann, wie medizinische Hilfsgüter liefern, nach Raumstationen, wo eine Krankheit ausgebrochen ist, helfen, Herzen transportieren, haben sie gesagt, also wirklich schnellen Organtransport zu machen. Sowas soll alles darin entscheidend sein und nicht nur, dass man dann auch Charaktere heilen kann auf einer Krankenstation. Das ist nur ein kleiner Teil. Ich sehe schon den Timer laufen, da muss man das Herz irgendwie in der Herald mit wahnsinniger Geschwindigkeit irgendwie schaffen, rechtzeitig abzuliefern. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Da nimmt man die Race-Strecke bei Grimhex ja, schnell mit und fliegt dadurch. Gut, wir schweifen ab. Was vielleicht noch wichtig ist, lest euch lest euch den Artikel bei SCB wirklich durch. Es lohnt sich, da sind viele, viele Informationen drin, die wir jetzt hier gar nicht alle im Einzelnen wiedergeben können. Genau, richtig. Wann können NPCs zum Beispiel mal eingesetzt werden? Oder wie werden sich NPCs an Spieler erinnern? All das sind Fragen, die lest ihr dann danach. Das ist wirklich schön detailliert übersetzt und aufgeschrieben. Wir kommen dann nochmal zu Rustys Tipps der Woche. Ganz kleiner Tipp heute und zwar, wie funktioniert eigentlich die Sache mit dem Treibstoff bei Star Citizen? Worauf baut das auf? Wasserstoff. Wasserstoff ist das entscheidende Element, was benutzt wird, um Schiffe anzutreiben und als Treibstoff eingesetzt zu werden in Fusionsreaktoren. Und das wird von Gasgiganten abgebaut durch die Starfarer, um dann halt in unseren Tanks zu landen für den Quantum Drive, für den Nachbrenner, für den Sprungantrieb. Insgesamt sehr, sehr wichtige Ressource, also könnt ihr euch schon mal hinter die Ohren schreiben, wenn ihr darauf auf die Jagd gehen wollt. Wir kommen dann zu unseren Videos, die wir noch gemacht haben. Und zwar als erstes ein schönes Voice-Over, da ging es zu Star Marine ganz exklusiv. Habe ich euch ein bisschen was als deutsche Tonspur rübergequatscht und ja, da ging es also um wirklich die echten Eckpunkte des ganzen Designs, ne? Character Design, Animation, Programming, Level Design, all das wurde einmal so komplett betrachtet. Wenn ihr ein paar Vorab-Infos zu Star Marine noch haben wollt, bevor ihr es dann selber zocken könnt, guckt doch mal da rein. Noch schnell mitnehmen, bevor der Patch live geht. Mhm. Ja. Des Weiteren hatten wir dann nochmal einen Schiffsguide zur Retaliator Bomber von Aegis Dynamics. Ein sehr, sehr spannendes Schiff. Wir haben so ein bisschen die Rolle gesucht.
haben versucht rauszukriegen, kann man das Schiff jetzt auch noch als Arounder benutzen oder nicht. Schaut es euch an, wenn euch das Schiff interessiert. Es ist ein sehr, sehr spezielles Fighting-Multicrew-Schiff. Ja, schöne Folge aber geworden, also gut, kurz und knapp direkt zum Retaliator-Bomber. Etwas länger und ausführlicher wurde es dann mit Orbital Supermax. Da kam nicht das Finale, tatsächlich die letzte Folge. Folge 11 ist jetzt online letzte Woche gegangen. Die ist auch übrigens die längste. Und wir haben jetzt inzwischen auch eine Idee, ein schönes Konzept, wie wir euch pünktlich zu Weihnachten das Ganze komplett geben können zum Download, dass ihr euch dieses dann herunterladet. Also einfach ein bisschen up-to-date bleiben. Wir werden euch darüber informieren, wie es da weitergeht. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, wir sind jetzt gerade absolut in der Phase, wo wir auf den offenen PTU-Patch warten. Das heißt, wir haben quasi Rufbereitschaft, wenn man so möchte. Das heißt, wenn ein Video weniger kommt diese Woche, kann das passieren. Wir warten darauf, die volle Berichterstattung für euch zu machen. Ne? Wir machen jetzt kein Let's Play mehr für 2.5, weil das würde wahrscheinlich dann, würden wir überholt werden vom aktuellen Patch. Also wir warten. Es kann passieren, dass wir halt deswegen wirklich nur ganz wenig senden. Genau. Aber wenn es passiert, sind wir sofort dabei. So ist es. Das ist der Punkt. Und wo ihr immer sofort dabei seid, vielen Dank dafür, ist Interaction die letzte Kategorie. Da gab es nämlich eine Auswertung, die relativ erstaunlich war. Worauf freut ihr euch am meisten bei 2.6. Tja, und tatsächlich ist es das neue Flugmodell, was am meisten an Interesse weckt, neben der Gruppe der Leute, die sagen, egal was. Egal, Hauptsache neuen Content, das war wirklich fast die Hälfte, aber 18% der Leute haben gesagt, das neue Flugmodell ist für uns das Wichtigste und tatsächlich waren nur 13% der Leute auf Star Marine so gespannt. Ja, das hat mich auch gewundert, anscheinend ist der Bogen da etwas überspannt oder ihr könnt es alle sowieso nicht mehr abwarten und sagt, wir freuen uns eh da drauf. Ansonsten hatten wir noch neue Schiffe mit 14% gut im Mittelfeld und die neuen Waffen und Gadgets sind mit 8% rausgefallen. Alle, wie gesagt, Konsens ist aber wohl mit 47%. Egal, Hauptsache, wir kriegen neuen Inhalt. Und ja, da hoffen wir uns natürlich auch drauf. Ja, ich glaube, damit sind wir durch, ne? Damit sind wir durch. Super, alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Channel, wenn ihr weiter up-to-date bleiben wollt. Gerade jetzt, wo die heiße Phase angeht, ist es vielleicht ganz cool, dass ihr wirklich direkt informiert werdet, wenn wir ein neues Video dazu rausbringen. Ansonsten natürlich like, dislike die Episode, schreibt uns Kommentare hin selbst. Und wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt als YouTube-Channel, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Würde uns sehr freuen. In diesem Sinne verabschieden sich Weezen und Sawyer. Bis zum nächsten Mal und vermutlich dann schon mit den neuen Infos zu 12.6. Mit einem See you on the flight deck!